Hallo, liebe Menschen, willkommen, Bespin hier. Ja, Sommer Event Division 2 geht natürlich weiter. Tag 5 und Tag 6 haben wir jetzt schon. Wahnsinn, es geht wieder so schnell vorbei, die Woche war so schnell um. Und ich hoffe, ihr habt das Wochenende oder genießt es auch jetzt noch, weil jetzt Sonntag, was haben wir jetzt? 16 Uhr nehme ich das Video auf und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt machen müssen. Ist ja relativ, habe ich ja gesagt, easy peasy, was wir da so machen müssen, meistens in der Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, Tag 5 und Tag 6, habe nicht reingeguckt und habe mir gedacht, na komm, jetzt machst du es einfach mal so und ja, mach das Gameplay, wie ich das Ganze halt mal mache. Ich mache es im Moment so ein bisschen einfach ein Sniper-Bild, macht mir im Moment ein bisschen mehr Spaß als alles andere und ja, was soll man quatschen, lass knacken, auf geht's. So, dann schauen wir mal, Sommerprojekt, was wir machen müssen. Und zwar Cowboy Shorts kriegen wir, Aktivitäten in einer Gruppe abschießen. Zweimal, okay, also, ja, das kann wieder Kontrollpunkte sein, das kann Ressourcenkonvoi, Geiselbefreiung etc. Ich habe es jetzt, wie immer gesagt, müssen wir natürlich auch ein bisschen Glück haben. Ich habe es immer so gemacht, Spielersuche, außer natürlich im Clan oder ihr habt Kumpels dann, ihr macht das zusammen, geht natürlich auch. Ich habe gerade eben mal geschaut, die sind alle wieder beschäftigt, aber nichtsdestotrotz funktioniert das ja eigentlich relativ einfach so. Wir müssen nur hoffen, dass wir natürlich auch dann direkt in so eine Aktivität, weil ich mache mal Facecam aus, dann ist das ein bisschen besser vom Gameplay her. So, mal schauen, manche stehen halt im Weißen Haus oder sonst wo und haben die Spielersuche noch an, wenn sie irgendwas abgeschlossen haben. Aber hier scheint... Okay, die sind auf jeden Fall mal unterwegs. Dann können wir mal schauen, auf herausfordernd. Naja, ist ja egal, könnte natürlich auf jeder Stufe machen. Ein weiterer Agent ist jetzt in ihrer Gruppe. So, vielleicht haben sie was markiert, jawohl. Dann machen wir das über das Safehouse. Ja, wunderbar. Geht doch. Ja, da stehen schon ein paar Cowboys schon rum. Die denn noch? Kann ich nicht alles alleine machen, ne? Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Kann nicht alles alleine machen. Ein weiterer Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Ah, komm, okay. Oh, der läuft natürlich wieder direkt rein hier. So, ich hab's ja mit meinem Sniper. Ich muss natürlich auch mal, weil ich hab entschlossen drauf. Eine Waffe, ne? Kann man noch treffen. Ja. Ja. Jetzt geht's los. Danke. Ach, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Ja, okay. Das ist der hier. Kommt schon. Aber. So, meine Drohne habe ich auch dabei in dem Fall. Ich lenke die manchmal ab. Das ganz, mache ich ganz gerne mal auch so mit der Drohne mal auf dem Sniperbild. So, zapp. Zapp. Na? Das ist natürlich jetzt mit 4 Mann. Bisschen mehr zu tun. Ja. Den nix. Alles One-Shot. Ey, was ist denn da los? Ich
bisschen mein Entschlossen verloren. Dann ist natürlich wird schwieriger, aber wenn der so mit dem Kopf vorguckt, dann können wir uns den Kopfschusskill holen. Oder nicht? So, jetzt aber. Schon. Ja, danke. Geht noch. Na komm. Ist kein roter da, dann hast du easy one shot. Ah, den ich jetzt haben müssen. Nein. Gibt's doch nicht. Jetzt aber. Okay. Alter, sag mal. Oh, endlich. Wo sind die Drecksäcke? Hat einer Bärtierchen, oder? Jetzt können wir runter. Sich nähern Feinde erkannt. Ziel im Visier. Von hier aus treffe ich ihn nicht. Achtung. High Ground wäre mir hier lieber. Machen wir hier hoch. Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Wir wollen uns umgehen. Kannst du die Leiter jetzt nicht hier hoch? Oh, jetzt. Ja, das ist jetzt doof. Die sind da unter der Brücke. Ne? Oh, danke. Na, muss man doch ein bisschen pushen hier, ne? Die können wir noch wegmachen hier. Schön. Ja, komm schon. Alter, das gibt's doch nicht. Aim. Wahnsinn. Bitte. Schwere Feind erkannt. Ich muss erstmal in den Flow kommen mit dem Treffen, ne? So einfach ist das nicht. Alter! Ups, der ist kaputt. Blute. Shit. $22 Millionen auf den. Und der dicke, jetzt habe ich entschlossen wieder verloren. Das hasse ich ja, ne?
Das ist auf Heroisch dann wiederum einfacher. Von einem Chirurgen, ne? Jawohl. Oh, das war's schon. Sehr gut. Das ist halt am Kontrollpunkt relativ easy, weil du dann ja diese Aktivitäten schneller hinkriegst. Und das habe ich in der Community von einem, danke für den Tipp oder Hinweis in dem Fall, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass das dann doppelt zählt. Zum Nachschubraum freigeschaltet. Oder jeweils als Aktivität zählt, das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Aber umso besser. So, dann haben wir das schon erledigt. Also wie ihr sehen könnt, Kontrollpunkt ist natürlich dann am besten für sowas, ne? Gucken wir gleich, was wir dann noch machen müssen. Haben wir ordentlich jetzt hier noch Ressourcen abgegriffen. Sehr gut. Wird mal Zeit für Schutz vor Elite, 13%. Nach wie vor der seltenste Mod. So, was haben wir hier? Festgeklebt. Falls die einer noch nicht in der Know-how-Stufe, können wir die auch noch machen. Geiselnahme in der Nähe erkannt. So. Alles mitnehmen. Und dann. Ja, falls die einer braucht, legen wir die noch hier hin. Soll's. Brauchen wir nicht. So, dann müssen wir theoretisch eigentlich jetzt direkt das nächste sehen. Ja. Einsätze in einer Gruppe abschließen. Okay, also im Grunde genommen Einsätze, Mission, ne? Zwei Stück. Okay, dann können wir eigentlich jetzt verlassen. Danke dafür. Und dann machen wir das natürlich in dem Fall ein bisschen anders. Dann gehen wir nicht über die das Erkunden der offenen Welt. Dann gehen wir natürlich einfach Spielersuche. Haupteinsatz. Und dann machen wir den einfach auf herausfordernd. Warum sollen wir uns jetzt da so abkämpfen? Wir haben jetzt was anderes vor. Und dann machen wir halt relativ easy das Projekt auch zu Ende. In der Gruppe natürlich. Ich bin drin. Jetzt die Zellen öffnen. Die Zellen sind offen. Ihr Ziel sind die Transkripte und Notizen aus den Gefangenen. Der Hauptgefangenenraum ist unten. Kommen Sie in die Gänge. Sind wir jetzt auch gespawnt, schon ein bisschen weiter. Bleib jetzt einfach mal auf dem Bild. Dann gucken wir mal, was geht. Kampfdrohne 64. Ich meine, mit. Haben wir mitgespielt. Erfahrener Spieler. So, komm, Farbe. Weg damit. Ach, guck mal hier. Okay. Müsste ich aber schon gehabt haben. Ey, so komisch angehört. Nein, jetzt habe ich meinen Schloss weggemacht, du Idiot. Sehe nichts. Alles weg hier. Komm raus. Easy. Die
True Sons kontrollieren den Hauptgefangenenraum. Ah, da hinten könnte es ein bisschen tricky werden. Sniper. Echt clever. Na, warten wir mal auf den. Treffen wäre nicht schlecht, wie immer. Und jetzt von der anderen Seite nochmal, ne? Zwei Bällen. Sauber. Danke. Die Übertragung aus dem Hauptgefangenenraum ist abgebrochen. Nur noch Rauschen. So, hier hinten müsste noch eine Kiste sein. Ja, sag ich doch. Gut. Schwere Verwundung entdeckt. Ja, ja. Ich habe sie wieder im Bild. Der Hauptgefangenenraum ist gleich da vorne. Sobald Sie den Laptop haben, sollten Sie schnell verschwinden. Mhm. Das ist immer die Chance, dass dann, wenn du den Helm triffst, ist dann entschlossen halt erstmal wieder das holen muss. Ja, und wenn die natürlich dann in den Weg die Spieler auch kommt, das ist natürlich super geil. Ich glaube, da kommen nochmal welche, ne? Ja, das ist. Das liebe ich ja. Okay. Aber das Bild funktioniert eigentlich ganz okay. Das auch auf Heroisch ist das eigentlich auch solo. Ganz gut zu machen. Wir sind ja schon durch, stimmt. Ja. Der Kill, den ich brauchte. Alter.
Ja, macht jetzt schon. Sehr gut. So, also das war und auf Dauer auch für uns Nummer 1. Und das heißt, Loch erfolgreich noch ein. Easy. Nix. So, wollen die denn noch was machen? Haben die was markiert? Ah doch, ja, Moment. Ein Agent hat ihre Gruppe verlassen. Ja, okay. Also, dann raus. Sie haben und dann machen wir das gleiche nochmal. Spielersuche an. Und, sicherer Bereich entdeckt. Zufälliger Haupteinsatz, herausfordernd. Sie haben eine Einladung. Wie gesagt, wenn man Glück hat, Sponsor am Schluss und dann zählt das natürlich auch dann. Aber macht auch mal wieder Spaß zu Missionen. Ich habe auch jetzt in letzter Zeit nicht immer alle Missionen immer wieder gespielt. Ne? Muss man sich auch erstmal. Ah, wir sind in New York. Okay. Dragoff. Denken Sie dran. Sie sind nur wegen Dragoff hier. Ah, ich bin mit Sniper, bin aber auch noch nicht falls gespielt. Sie über das Vorratslager stolpern, plündern Sie es. Ohne die Vorräte kann Dragoff Kino. Also hier sind wir natürlich jetzt auch schon ein Stückchen. Seien Sie vorsichtig. Da kommt gleich noch der, Oh, Scheiße! Der Wagen, ne? Okay. Ich will, dass ihr die alle umlegt! Na, siehst du, da kommen nämlich keine Roten an. Natürlich, entschlossen wieder. Hm. Da hab ich. Ja, jetzt geht's. Let's go. Schön. Oben. Hopp. Daneben. Bam. Bam. Und da. Feinde in der Nähe. Ja, okay, sehr gut. Okay. Da könnten wir eigentlich zurück. Und dann so. Bam. 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 Haken wir den so? Ja, muss man. Schwachpunkte kaputt machen. Jawohl. Und tschüss. Das war natürlich entschlossen nicht mehr. Kopfschuss-Skill. Ah. Scheiße. Na egal. Na, hoch dann. Beim MCW formieren. Macht euch bereit. Der MCW, so heißt er ja, genau. Warten, warten, warten. Überstürzen Sie nichts. Lass mich den Kopfschuss kriegen.
komm, bleib stehen. Scheiße. Nein! War nicht der Kopf. Jetzt aber. Ja. Upsa. Aber direkt wieder gut. Da ist noch einer. Ups. Achtung, da kommen noch welche. Gregor hat sich in der Börse verkrochen. Okay. Ist abgeriegelt. Vielleicht kommen sie über das Gerüst auf der anderen Straßenseite rein. Also wenn der einen mit dem Helm und du hast nicht den Kill, dann ist entschlossen deaktiviert. Das ist natürlich noch ein Nachteil. Hier ist noch einer. Lass mich den Kill holen. Nein, 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 nein. Nein! Oh. Das ist der Nachteil. Denn in der Gruppe kannst du nicht in Ruhe entschlossen holen, den Kopfschuss-Kill. Okay. Das ist Stier. Ich kann mich nicht ständig um uns kümmern. So, jetzt. Scheiße. Okay, komm von da. Geht's. Komm hoch. Aber. Ja, wir nehmen natürlich alles mit, ne? Wir nehmen alles mit. Den Schrott nehmen. Ah! Stimmt, da ist noch eine Kiste. Okay. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit.
Scheiße, Mann. Ah, geil. Okay. So, jetzt am Schluss, im Finale, Sniper ist ein bisschen tricky. Ihr Visionär ist der Börse! Haltet sie auf, ich kümmere mich persönlich darum. Ron, Knuckles, ihr kommt mit mir. Na, bringst du mal rein. So, jetzt am Schluss gehe ich eher mit einem Stürmer oder sowas. Soll das umsonst gewesen sein? Dann zeigt er dir das! Oder wir gehen voll Akku vor. Warte mal. Wir gehen jetzt mal voll aggressiv vor. So. Warum nicht, ne? Blind? Holt sie euch, Leute! Macht die Verwickler fertig! Oh, es fehlt. Ein Impuls. Geht doch. Knuckles schon weg gleich. Aber, mal aufpassen. Abtrünniger Agent gestorben. Aber, und das war's. So, müsste ja schon wieder Projekt beendet kommen, ne? Oder? Jawohl, und was haben wir bekommen jetzt noch? Die Handschuhe. Sauber. So, wir waren natürlich noch hier. GGs. Dann können wir noch die... ich glaube, da ist einer dabei, der weiß, wo die ganzen Kästen sind zum Aufschießen. Und dann können wir draußen uns noch quasi den Schlüssel holen. Und noch die Ressourcen rausholen. Das machen wir jetzt noch schnell. Ja, du musst noch hier das aufschießen, ne, oder? Wenn nicht noch was? Du musst ja auch hier... Ja, ja, meine ich doch, ne? Du musst von der anderen Seite schießen. Meine ich doch. Jawohl. War schon lange her, und das letzte Mal hier gespielt hatte. So. Könnte hier nämlich nochmal einige Kisten. Könnte einiges abgreifen. So. Wenn was Gutes dabei wäre. So, dann können wir die Gruppe auch schon wieder verlassen. Holen uns das hier noch aus dem Käfig. Einer Juva hier drauf, ne? Warum nicht? Okay, dann war's das.
So, dann haben wir Tag 5 und Tag 6 Sommerprojekt. Quasi erledigt. Sie betreten einen sicheren Bereich. Reisen wir noch zurück. Weiße Haus. So, also, wir haben die Handschuhe bekommen. Shorts haben wir doch gekriegt. Wir haben Shorts gekriegt, ist das hier? Nee. Cowboy Odea Shorts. Wo sind sie? Hier. Das sind die Shorts, zieh mal an. Wie bescheuert der aussieht. Und dann haben wir noch die Handschuhe bekommen, ne? Warte, die müssen wir anders machen. Das ist wieder der Skin, ne? Oder? Hier, Skin. Und dann haben wir hier die... Mal wieder gucken. Ah, hier. Also braun gehalten. So, also nach und nach wird der Cowboy hier von mir so klein. Da schon. Aber hier haben wir noch ein Holster. Elektrikholz. Okay, da können wir auch wegmachen. So. Also. Hier, Cowboy, ne? Nach und nach. Also, morgen, Tag 7, 8 und so weiter, bis zum 20. August geht das Ganze noch. Und dann mache ich noch ein Facecam noch an. Ja, haben wir jetzt Tag 5 und 6. Und wie ihr seht, Cowboy, super, ne? Also, ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt gesehen, wie einfach das eigentlich ist, das Ganze. Und wie gesagt, ihr braucht also jetzt nicht von den Schwierigkeiten Direktiven oder irgend so einen Quatsch anmachen. Schnell durch und am Schluss können wir dann halt irgendwann cooler unsere Waffe mit, also Wasserspritzgewehr, ne? Also, schönen Sonntag noch, alles Gute und ja, euer Bestwin. Wir sehen uns im nächsten Video. Und lasst natürlich gerne ein Like da und ein Abo, ne? Nicht vergessen. Bis dann. Ciao, ciao.